In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Geschäftsinhaber vom Musikhaus, Tom Lütti, über Musikhaus Luzern, unsere Geschichte, wie wir entstanden sind, verschiedene Themen, Herausforderungen vom Alltag und Aussichten für die Zukunft. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören». Der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du? Hallo, Niklas. Ich bin Tom Lütti und komme aus Luzern, wohne in Luzern und bin der CEO vom Musikhaus Luzern in der Stadt Luzern. Sehr viel Luzern vorher, genau. Also man sieht, ich bin mit Luzern gut verbunden. Ja. Was ist das Musikhaus Luzern, wenn man nicht weiss, was das Musikhaus Luzern ist? Das Musikhaus Luzern ist, wir sind spezialisiert auf vor allem Gitarre und was alles damit zu tun hat. Um das Thema herum, plus einfach sonst noch so ein bisschen für die moderne Musikproduktion, Live-Performance, jenstes Zubehör. Was wir nicht haben, sind Streich-, Orchesterinstrumente und Blasinstrumente. Da gibt es zum Beispiel den Koch zu Luzern. Genau, da haben wir natürlich sehr viele gute Spezialisten auch in der Stadt Luzern. Genau. Also ein gutes altes Musikhaus, wo man reingeht und das Instrument noch in die Hand nimmt und dann kauft. Genau, ja. Also das ist ja auch unser Anspruch, dass wir eben physisch sind vor Ort und die Leute auch eben die Instrumente wirklich in die Hand nehmen und auf ihre Bedürfnisse beraten werden und dann auch das richtige Instrument in der Hand. Ja, genau. Genau, wie das genau abläuft und wie das funktioniert, wenn man nicht im Internet etwas kauft, sondern vor Ort etwas kauft, das reden wir nachher dann drüber. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen mit dem Tipp an vom Gast. Hast du etwas dabei? Also mein Tipp ist, ich bin musikalisch sehr breit aufgestellt und mein Herz schlägt immer hoch für Rockmusik, ob ein bisschen weniger hart oder auch sehr hart. Aber so ein guter Tipp, wo wieder so ein Überraschungsmoment ist, ist die neue Platte von Ozzy Osbourne. Es ist ja auch schon sehr ein älterer Musiker, der schon lange dabei ist. Und es ist einfach überraschend, das Songwriting, die Songs, die er hat und immer noch die Frische, die er bringt. Und hat auch ein paar spezielle Gäste auf der neuen Platte, wie Eric Clapton, Jeff Beck. Zach Wild ist wieder sehr stark dabei, der ja länger nicht mehr so aktiv mit ihm zusammen gemacht. Und das ist, ich finde es eine super Platte. Schon auf der letzten, wo auch noch nicht so lange her ist, dort der Elton John noch bei einem Song mitgespielt. Genau, Ordinary Man, super Song, der genau eigentlich für die zwei zugeschnitten ist. Ein Slash war drauf. Auch dort super Songwriting, finde ich. Und ja, ich glaube, der Ozzy hat 2 Jahre lang jetzt die Pandemie extrem kreativ genutzt. Mhm. Ja. Wenn man alle Interview mit dem Ozzy schaut, dann hat man das Gefühl, dass ich den kaum mehr 2 Wörter nacheinander sagen kann. Gut, das hat er schon dazu mal, wo es auf MTV die Sendung geht, nicht mehr können. Jetzt ist er noch 15 Jahre älter oder so. Ja. Wie viel, was denkst du, weißt, wie viel kommt wirklich vom Ozzy auf dieser Platte? Und wie viel hat er ein Team ringsum, weißt, wo irgendwie kommt vielleicht ein Zach Wild mit einem Gitarre-Riff und der Ozzy macht am Schluss noch ein bisschen Stimme drüber, oder ist der Ozzy dort am Klavier und findet die Songs raus und sagt den Musiker, was sie sollen machen? Da habe ich wirklich keine Ahnung, wie das wirklich läuft, aber also ich denke, nur Gesang drüber machen, wo jetzt andere einfach irgendetwas machen, das glaube ich fast nicht. Ich glaube schon, dass da Ideen sehr stark von ihm kommen, aber das entzieht sich meiner Erkenntnis. Mhm. Ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt er, der schon so lange dabei ist und auch wirklich schon bei Black Sabbath früher ins Songwriting integriert war oder stark war, dass er nur noch darauf wartet, bis Leute ihm Songs bringen. Es tönt ja immer extrem nach Ozzy, nicht nur die Stimme, das stimmt, also Songwriting. Also ich kann mir es fast nicht vorstellen. Aber er wird sicher ein gutes Team ringsum. Er hat sicher ein paar ringsum. Ja, genau. Und wenn du die Stimme ansprichst, eben, ich finde das immer so verwunderlich, wenn man ihn hört reden und nachher, wenn man auf die Platte hört, das sind schon Welten. Was denkst du, wie viel ist echt dort noch?
Also ich meine, jeder trickst und optimiert ja. Ein bisschen im Studio. Ja. Ich habe gerade vorgestern also auf YouTube das Eröffnungsset gehört von den glaube Los Angeles Rams war es, Footballstadion, mhm. wo sie zwei Songs live performt haben. Einen von der neuen Platte und einen älteren. Mhm. Und also dort ist explizit wirklich Live-Performance gestanden. Und es hat auch so sehr ausgesehen. Gut, ja. Und ich bin extrem überrascht, wie er performt hat, auch stimmlich. Mhm. Ja. Aber beim Reden hast du manchmal das Gefühl, ja, es ist vorbei. Schwierig, ja. Aber ja, immer wieder, wenn man Live-Sachen hört, stimmlich vertappt. Ja. Mhm. Ich glaube, ein Teleprompter braucht er, glaube ich, für den Text. Ja. Da sieht man nicht in der Mitte. Ja. Aber ja, es ist, ja. Ich weiss noch, als er irgendwie vor 20 Jahren oder so war, das hat man schon gesagt, ja, jetzt ist dann jemand vorbei mit ihm und ja, jetzt muss er dann zurücktreten oder er mag nicht mehr. Mhm. Oder weiss ich. Ja, und jetzt sind wir in 2022 und ja. Er ist immer noch da. Er ist immer noch, genau. Ja? Gut, das hat es beim Larry Kilmister auch lange geheißen. Er sagt unsterblich und dann hat es ihn halt dann trotzdem einiges ja, genommen. Ja, du, irgendein das gehört halt dazu, schlussendlich. Gell. Aber ja, ich habe die Platte auch nicht gelassen und mhm. bin, also eben, ich habe schon die letzte eigentlich erstaunlich gut gefunden. Ja. Und, ja. Wann ist das letzte? Black Sabbath hat doch auch noch mal ein Album rausgebracht vor irgendwie, das ist mittlerweile halt auch schon wieder 10 ja, Jahre her oder so. Wahrscheinlich. Also über Black Sabbath habe ich gar nicht mehr mitverfolgt. Mhm. Also wenn Ozzy, dann Ozzy Solo. Mhm. Und Black Sabbath einfach so das legendäre Album mit dem schnurrigen Eigenintro. Mhm. In den 70er Jahren, das habe ich noch irgendwo auf CD oder so. Ja, weil ich glaube, das letzte Black Sabbath dann auch mal noch angehört habe. Das habe ich dann auch schon wieder erstaunlich gut gefunden. Und in dieser Zeit haben auch halt junge Bands und so Alben rausgebracht und dann habe ich dann gefunden, die alten Säcke irgendwie, ja. Die machen es immer noch richtig gut. Ja, 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 ist so. Geil. Ja. Cool, guter Tipp. Also unterstütze ich. Bin ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Ja. Ja, wir sind ja schon voll in der Thematik drin. Ich fange gerne alle in der Gegenwart an, dass die Leute mhm. sich ein Bild machen können. Was ist das? Und mhm. da geht es darum, erzähl doch so ausführlich, wie du willst, vom Musikhaus eben, was ist das, was ihr macht? Und dann reden wir dann später noch darüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dort gelandet bist. Ja, okay. Ja, aber wie vorhin gesagt, wir sind, unser Herz schlägt vor allem für den Bereich Gitarre. Und jeder Angestellte von uns ist eigentlich auch Musiker. Ob aktiv oder passiv, aber jeder spielt das Instrument. In unserem Fall ist es jetzt so, dass wir zwei Gitarristen haben und einen Bassist und einen, der beides ist. Mhm. Und das merkt natürlich auch unsere Kundschaft schlussendlich, dass wir vom Fach kommen. Wir wissen, von was wir reden und verstehen auch die Anliegen und Probleme von unseren Kunden und können somit die meisten Wünsche in der Regel auch abdecken. Mhm. Ja, dann, was natürlich bei uns dazugehört, ist eine Servicestelle, wo natürlich alle Instrumente selber einstellen, reparieren. Es gibt gewisse komplizierte Geschichten, die wir dann extern geben, wo es sich nicht lohnt, das in-house zu machen. Aber wir sagen jetzt 90-95% von anderen Reparaturen machen wir selber im Haus. Genau. Was ist. Kannst du da etwas dazu sagen? Ich kann mir vorstellen, dass aber im Moment kann man so einfach im Internet sich Sachen kaufen. So, ja. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt das Instrument vielleicht im Internet kaufen, ja. Ohne dass ich es vielleicht vorher mal angespielt habe. Aber der Service, das ist mhm. etwas, was man nur vor Ort kann machen. Und dann ist es mega gäbig, dass es eben so etwas gibt wie euch zu Luzern. Ja. Was, wie ohne vielleicht zu genaue Zahlen zu nennen, aber wo macht ihr mehr Umsatz schlussendlich beim Verkauf von Geräten, wo ich nicht weiss, wie gross es sich im Arsch ist, aber ich stelle mir vor, die ist wahrscheinlich nicht riesig. Oder dann bei eben so Sachen wie Beratungen und Service und die Leute, die halt immer wieder kommen, ich komme mal nur wegen einem Black drum vorbei. Ja, ja. Also wir machen natürlich schon, der Hauptumsatz ist Verkauf, definitiv. Sure. Ja, genau. Und der Service- und Reparaturbereich, den wir anbieten,
Das ist eigentlich, ich sage jetzt so ein bisschen extra, ein kleinerer Teil vom Ganzen. Ist aber gleich sehr wichtig für die Kundenbindung, dass die Leute eben bei uns die Instrumente kaufen und dann wissen, wenn ich ein Problem habe, kann ich genau da vorbei. Mhm. Und ich muss nicht via Formular und Parcel Service und Zeug einschicken und die verstehen es mir noch falsch, wenn ich ein Anliegen habe und so weiter. Dass eben bei uns vor Ort dann das wirklich auch besprochen werden. Und ja, das bringt viele Leute mal grundsätzlich in den Laden rein, dass sie wissen, wir haben vollumfassend ein Angebot. Und dann ist eigentlich der Vorteil, wenn der Kunde oder die Kundin bei uns im Laden ist, Haufen Sachen sieht, wo man halt sonst in echt oder im Internet so nicht sieht. Oder vielleicht plötzlich sieht, ah, das hätte ich auch schon lange wollen, stimmt, jetzt sehe ich es da, kann ich es mal schnell ausprobieren und so weiter. Also, ja, also das Physische ist schon, wie du gesagt hast, man kann vieles im Internet bequem einkaufen. Das gehört zu der heutigen Zeit dazu. Auch privat, ich schaue, dass ich auch regionale Geschäfte für meine anderen Bedürfnisse du berücksichtigst. Also ich würde nie ein Mountainbiking einfach online bestellen. Mhm. Da gehe ich immer in den Laden rein und zum Händler von meinem Vertrauen. Oder, ja. Weil dort auch, da wirst du ewig Sachen haben, die du nachher einen Ansprechpartner brauchst. Und, denkst du, das ist ja. Ein bisschen unser Los als sage jetzt kleine Unternehmen, die ja darauf angewiesen sind, dass die Leute das regional machen, dass man selber dann auch regional versuchen zu berücksichtigen. Ja, also, weil das wäre für mich auch komisch. Also, ich bin nicht der Jammer, überhaupt nicht, aber man hört etwa mal auf anderen Branchen, wo Leute sagen, ja, yeah, das Online-Business macht unseren Laden kaputt und weiss ich was. Und nachher, wenn du mit einer Edge und erfährst quasi, wo sie überall einkaufen, ist es nicht regional, sondern auch online. Ja, das geht für mich dann nicht auf. Ja. Also, das ist einfach für mich selbstverständlich. Mhm. Es gibt gewisse Bereiche, wo ich fast nur online einkaufe, weil es auch aus zeitlichen Gründen gar nicht anders geht. Aber das ist ein kleiner Teil und das meiste wird wirklich regional vor Ort. Oder zu einem Spezialist, wo man manchmal weiter muss fahren, geht man halt auch einkaufen. Mhm. Oder wir haben ja auch Kunden aus der ganzen Schweiz, wo halt findet, ich will jetzt zum Musikhaus Luzern, entweder zu mir persönlich oder persönlich einem anderen Mitarbeiter, wo das wichtig ist. Und, ja. Nein, von dort her eben, kann man einfach einkaufen online, aber unser Vorteil ist gerade, weil wir mit Instrumenten arbeiten, Gitarre, Bassgitarre, Western-Gitarre, die Leute wollen das in der Hand haben. In dem Moment gibt es meistens den Aha-Moment, das ist es, die passt mir und dann will man auch die. Von dort her haben wir eigentlich ein gutes Standbein. Also ich sage jetzt nur rein elektronische Sachen, das ist austauschbar, das ist gleich, wo du das kaufst. Ein Interface ist in Amerika gleich, in China gleich, in Afrika gleich. Dort geht dann vieles sehr oft über den Preis, wenn es nur um das geht. Aber auch dort, wenn einer eine Gitarre kauft, haben wir auch, dass dann einer sagt, ja, jetzt möchte ich gerne noch einen Rekord, hast du mir gerade eine Empfehlung. Und dann geht es nicht über den Preis, sondern dann geht es um das komplette Paket und Service, wo man dann bieten kann. Wo, ich weiß nicht, im voriges Jahr so ein bisschen das Online-Einkaufen so wirklich sich etabliert hat, dann sind ja auch so die Ängste aufkommen, dass zum Beispiel bei Geschäften wie euch, dass die Leute vielleicht neue Laden kommen und die Gitarre ein bisschen austesten und dann aber heimgehen und gehen schauen, wo es am günstigsten und dort einkaufen. Mhm. Ist das ein reelles Problem oder empfindest du das nicht so? Nein, empfinden wir überhaupt nicht so. Auch die Mitarbeiter nicht. Das ist, als wir am Anfang 2018 frisch auf Luzern gekommen sind, vor der Wallhausen sind wir wirklich gewöhnt gewesen, dass die Leute kommen, sich ländlich beraten und mitnehmen. Mehr. Und dann sind wir auf Luzern gekommen. Und die ersten paar Monate sind sehr oft Leute gekommen, sind fragen und ausprobieren und am Schluss gesagt, ja, mal, ich muss mal überlegen und ich komme dann wieder. Und dort habe ich dann im ersten Moment so zu meinen Mitarbeitern gesagt, du, also ich habe ein komisches Gefühl hier in der Stadt plötzlich. Das müssen wir gut beobachten und so. Und wir haben dann wirklich festgestellt, dass sehr viele Leute einfach später wirklich gekommen sind. Und
Das ist jetzt meine Vermutung. Sie wollten schauen, wer sind wir? Mhm. Haben sie die im Griff? Gibt es denn die ein halbes Jahr später überhaupt noch? Ja. So ein bisschen ein Auschecken gewesen. Und ja, und da wird sicher der eine oder andere vielleicht mal etwas fragen und dann sage ich, überlege mir so ein Ding, ich nachher das online gekauft. Das gehört dazu. Und mit dem muss man leben. Man hat natürlich nicht Freude, aber ja, das ist halt einfach wirklich ein Teil, der zum Markt gehört. Und, ja. Wobei man ja muss sagen, auch wenn ihr Sachen nicht im Laden habt, ihr könnt ja eigentlich auch alles noch bestellen für die Kunden, oder? Genau, das ist auch unser grosser Vorteil, dass wir ein Netzwerk haben, nicht nur mit Lieferanten. Wir tun da mit ausgewählten Mitbewerbern, die eigentlich Konkurrenz ist zu uns, zum Teil zusammenarbeiten, wo wir einander Ware zuschieben oder über den bestellen. Ja. Weil mit dem habe ich kein Problem. Es ist natürlich die Schweiz, es ist grundsätzlich, sage ich mal, keine links und rechts reinschauen und ich will mein Ding machen. Und das habe ich noch nie gehabt, das Problem. Mhm. Und das hat sich als positiv herausgestellt über die letzten Jahre. Dort habe ich ein bisschen ein ähnliches Denken, weil der Maurin von 110, die andere Firma hier im Haus ist, der macht allen auch so Treffen von alles so Filmbuden von Luzern. Es gibt dann erstaunlich viele, die da alle so ein vom gleichen Kuchen haben wollen. Ja. Mhm. Aber er ist dort überzeugend, ich teile die Meinung mit ihm, dass es trotzdem wichtig ist, dass man sich, auch wenn man eigentlich auch ein bisschen Konkurrent ist, trotzdem gut austauscht untereinander und versucht halt auch Synergien zu nutzen und halt auch mal sich Material hin und her auslehnt oder vermietet. Ja. Und dann halt sich auch freut, wenn jetzt halt der andere Auftrag bekommt und man selber nicht. Wenn man weit denkt, dass schlussendlich profitiert ja wie dann wieder die ganze Branche, wenn jemand einen guten Job macht, weil das leuchtet dann eigentlich auf, dann sagt man, einen guten Film gemacht, Luzern, und dann das wie die ganze Szene wahrscheinlich wieder ein bisschen pushen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auch so ist. Oder? Wenn der Service stimmt in einem lokalen Musikgeschäft, auch wenn es jetzt halt beim Konkurrent ist, dann hat das wahrscheinlich dann irgendwie auch positive Auswirkungen auf euch, weil dann die Leute vielleicht eher mal wieder einfach vor Ort gehen. Definitiv, ja. Das kann ich schon so und so bestätigen. Ja. Jetzt sind wie viele Leute bei euch im Team? Also wir sind das vierte. Also ich bin 100% Pensum. Dann haben wir den Gabriel Jakub, der drei Tage arbeitet. Der Moritz Minder ist zwei Tage und der Walter Schüppach von der Werkstatt ist auch zwei Tage. Mhm. Also wir haben ihn 240 Stellen Prozent. Mhm. Und was man auch noch muss wissen ist, ihr habt am Morgen alle nicht offen. Genau. Ich bin auch schon zwei, drei Mal vor verschlossener Tür gestanden, wie ich das gecheckt habe. Genau. Dann sind wir aber nicht am Fullenzen, sondern ich nehme an, dann tun wir all die Service-Sachen, Backoffice und so weiter machen. Ja, es gibt natürlich Leute, die das Gefühl haben, der Musiker, die haben es schön, die müssen erst um eins anfangen und um 6:30 ist wieder Feierabend. Aber wie ich dir so vorhin noch im Vorgespräch gesagt habe, eben, normalerweise stehe ich so um 5:45 auf und dann bin ich etwa um 6:30 um im Geschäft. Mache dann einen kleinen Feierabend vor dem Mittag, um vielleicht mal Sport zu machen oder sonst noch so ein bisschen Ausgleich und dann um eins wieder dort. Aber die zune Zeit am Morgen nutzen wir einfach wirklich, um effizient neue Ware ausstellen, fotografieren, ausschreiben, Offerten machen, Rechnungen schreiben, Reparaturen, Services, weil dann kann man wirklich in Ruhe dranbleiben und ist so effizienter, weil es ist jedes Mal, wenn jemand reinkommt, man fängt immer wieder fast wie von vorne an, etwas macht. Und so können wir auch für uns, bei mir persönlich geht es so, wenn am Nachmittag du etwas dran bist und ein Kunde reinkommt, hast du aber nicht das Gefühl, ich müsste aber. Sondern ich habe das wichtigste Zeug in der Regel am Morgen gemacht und erledigt. Und am Nachmittag ist dann wirklich der Kunde im Mittelpunkt und sagst, der Kunde ist jetzt da. Und der hat jetzt Vorrang und nicht im Hinterkopf, ich sollte jetzt noch dieses und jenes machen. Und das hat uns sehr geholfen. Der Entscheid ist eigentlich aber aus der Pandemie heraus entstanden. Das war früher nicht so geworden? Nein, wir hatten zuerst den Morgen und Nachmittag offen gehabt. Wir haben dann, wo wir nach dem ersten Lockdown quasi wieder haben dürfen auftun, haben wir gesagt, wir machen nur am Nachmittag auf.
damit am Morgen Leute, die einfach Angst haben, unter Leute zu gehen oder Risikopatienten sind oder was auch immer, gleich ihre Beratung bekommen. Und die Beratung ist ja grundsätzlich gratis. Man tut einfach einen Termin vereinbaren, sagt, ich komme um 10 Uhr, mich interessiert das Thema, dann wird halbstundenweise oder stundenweise ein Slot reserviert. Das haben wir eigentlich aus dem rausgemacht und haben das nachher so behalten, weil das schon regelmässig eigentlich so genutzt wird. Und gerade jemand, der vielleicht jetzt eine akustische Gitarre für 4.000, 5.000 Franken sucht und am Nachmittag, wo Betrieb ist und Telefon und man hat einfach nicht die Ruhe zum Ausprobieren und am Vormittag ist es dann wirklich, schaut man es wirklich nur ein Kunde gleichzeitig dort ist, nicht nur zwei, drei andere. Und dann ist auch ein Verkäufer zu 100% beim Kunden und der Kunde kann wirklich für sich ausprobieren und hat eine Ruhe. Und das ist eigentlich nur positiv bewertet. Dass natürlich Leute anrennen, wie dir das auch schon passiert ist, ja, das ist klar. Und wenn wir natürlich im Laden vorne stehen und noch einen sehen, der klopft oder die Tür zieht, dann machen wir immer auf. Also das ist nicht so, dass wir reinstehen und drinnen mit dem Kaffeetässli stehen und lachen. Genau. Nein, also das machen wir schon nicht. Ja. Oder? Aber ja, wir finden auch in der heutigen Zeit, wo jeder ein Handy hat, schnell auf Google schaut, sollte recht Öffnungszeiten sein. Also, vielleicht ist das auch aus dem heraus, wo uns das passiert, dass die Leute einfach anrennen, dass ich überall, wo ich durchgehe, schaue ich immer zuerst, hat es offen jetzt nicht. Ja, ich misse eben so, ich gehe auf Afrika Tennis spielen und dann fahre ich dort immer dran vorbei. Und am Dienstag ist eben dann noch mein freier Tag. Und dann habe ich zu dem Mal gedacht, ja, wenn ich schon dran vorbeifahre, dann gehe ich jetzt schnell. Und dann hat es halt zwei, drei Mal gebraucht, bis ich... Es würde ja eigentlich gross stehen auf den Türen. Ja, genau. Aber wie es auch ist, dann vergiss ich es wieder. Und, ja, genau. Aber dafür habe ich die Beratung gerade letzte Woche genutzt, die ich eben am Dienstagmorgen mit dem Gabriel abgemacht habe, so mein Pedalboard. Genau, das habe ich mitbekommen. Genau. Ja, genau. Also da bin ich auch schon froh gewesen, dass ich dort eine schöne Zeit hatte für die Beratung. Genau. Ja. Jetzt haben wir gehört, was das Musikhaus macht. Jetzt würde es mich wundern, wie kommt man dazu, ein Musikhaus zu leiten? Weil ich sage immer, als ich in der Schule war und in der dritten Sekunde und es darum ging, was willst du werden, dann wäre mir jetzt glaube ich, nicht in den Sinn gekommen, ja, ich wollte mal Inhaber von einem Musikgeschäft sein. Das hat es irgendwie nicht gegeben, die Überlegung, dass man das könnte sein als Beruf. Ja, das ist ja nicht, eben, es ist ja nicht wie eine... Man hat es ja nicht wie als Beruf gekannt, so wie, wo man etwas lehrt, oder? In dem Sinn. Eben natürlich eher auch als Bub oder vielleicht in der Oberstufe das Gefühl gehabt, haben wir das Gefühl, ich werde Lastwagenchauffeur werden, weil halt ein Kollege so Lastwagenfan war. ja, wo dann mir eher ein bisschen abgeraten worden ist. Und ja, ich habe dann einfach am Schluss irgendwann eine Lehre im Detailhandel gemacht, aber nicht auf dieser Branche, sondern bei einem Lebensmittelladen einfach den Detailhandel abgeschlossen. Aber ja, wie kommt man dazu, das Musikgeschäft zu leiten am Schluss? Das Geschäft Musikhaus Luzern gibt es ja schon länger und vorher hat das Musik Niederbergen geheißen, aber in Wollhausen war das früher gewesen. Und zum kurz weit ausholen ist, das ist eigentlich 1930 gegründet worden als Akkordeonschule von einem Herrn Niederberger. Und der ist dann bis 1971 oder 72 im Geschäft gewesen, ist dann aber bei einem Klaviertransport an einem Herzinfarkt. Nein. ja, verstorben leider. Ja, genau. Da war ich noch nicht auf der Welt. Ja, ich bin dann im 73 auf die Welt gekommen. Mein Vater ist aber im 72 in das Geschäft gekommen, der in Niederbergen noch gelebt hat. Und ja, und nachdem wo das dann passiert ist, ist ein anderer Inhaber gekommen, der Herr Paul Moser, der eine Akkordeonschule in der Ostschweiz draussen hatte. Und wahrscheinlich war das Akkordeon die Verbindung, wo er gesagt hat, ich übernehme den Laden. Und mein Vater war dann quasi Geschäftsführer gewesen, von 1973 an. Im 87 hat er übernommen. Und ja, ich habe dann ja auch gleich mal schon ein bisschen angefangen, Musik machen, Gitarre spielen. Ja, und dann hat er es im 87 übernommen und ich bin im 1994 dazugekommen. Weil da hat sich eine Stelle
ergeben, wo ein Mitarbeiter austreten ist, um sich beruflich anders weiter zu orientieren. Und ich habe dann von meinem Arbeitgeber dann relativ schnell gewechselt ins Geschäft. Und einfach mein Know-how ist, dadurch, dass ich Gitarre gespielt habe, schon ein bisschen Recordings gemacht habe als Jugendlicher, habe ich so ein bisschen einen Background gehabt. Und dann habe ich einfach in das Thema eingearbeitet. Und seit 1994 dabei. Und mein Vater ist im 2015 pensioniert worden. Und ich habe ihn offiziell erst den 1.3. übernommen. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ja, dem Vater gehört es, du schaffst als Sohn. Es ist so ein bisschen wie vorgegeben, schon fast, ja, irgendwann übernimmst du es. Klar, ich hatte schon die Möglichkeit gehabt, wenn es gar nicht gestimmt hat, zu sagen, nein, ich will nicht. Mhm. Ja, habe das hier aber übernommen und ja, so bin ich dort gelandet. Ja. Und dann ist das ja eben, also dann ist es immer noch zu Wollhausen gewesen. Mhm. Und es hat ja eigentlich dort schon, bin ich einen erstaunlich guten Ruf gehabt. Oder vielleicht war es auch per Zufall gewesen, dass ich irgendwie das so aufgefasst habe, aber meine Eltern sind eben auch zu Wollhausen aufgewachsen. Ich glaube, sie haben sogar die Vater auch noch können, mm-hmm, so ein von früher, mm-hmm, noch. Okay. Ich glaube, Wollhausen, ja, ist auch klein. Ja. Also, ja, ja. Nach, oder? Ja, ja. Darum ich habe dann auch mein, nicht meine erste Gitarre, weil die, also die allererste ist so eine billige, habe ich aber immer noch, so ein Set für, ja, 700, ja, Franken. Ja. Die habe ich aber mal noch aufpimpen, die habe ich aber immer noch. Und dann die nächste Gitarre, die habe ich vom Götti dürfen. Also hat man die dann mal gekauft auf irgendeinem Geburtstag, Nachtzeit oder so. Das habe ich nicht in Zürich gekauft. Aber ich weiss, dass ich meinen ersten Verstärker zum Beispiel zu Hause gekauft habe, so einen, mhm, Marshall-Klassiker. Mhm. Ja, ja. Ja, klar, ja. Und dann eigentlich immer wieder dort war. Aber zu Luzern hat es ja dazu mal auch noch andere Läden gegeben. Also es hat mal noch einen Gitarrenladen gegeben in der Nähe vom Parterre. Ja, das ist, habe ich vergessen, wie der geheissen hat. Ja, ich habe die zwei noch gekannt. Also der eine war auch Kunde für uns und der andere ist von einem anderen Musikgeschäft, hat sich dann selbstständig gemacht. Jetzt, ich weiß gar nicht, was Guitar Store geheissen, mhm, oder so. Ja, das ist dort hinten am Parterre in der, genau, nächsten Queststrasse. Aber der ist relativ... Der ist nicht lang gewesen. Der ist nicht lang gewesen, genau. Und dann hat sicher, also der Musik Hugner dort, beim, was ist das für ein Platz, Rathaus? Das ist der Kappelplatz. Genau. Das ist der auch noch gewesen, genau. Dann hat es sicher Soundhouse noch gegeben. An der Basisstrasse. Und später, ja, zum Musics geworden, genau, ist. Genau. Und hat es noch etwas gegeben? Ja, das ist noch der Drummershop. Ah ja, Music, klar. Und Drummershop ist auch noch gewesen, früher. Den gibt es auch immer noch. Geht richtig. Gerade in der Nähe von uns, gerade beim Schlossberg oben ist der. Du meinst den Pete's Drums. Ja, genau. Der ist wirklich auf Schlagzeug spezialisiert. Mhm. Der Music and Drum Shop hat so auch so ein bisschen alles gehabt. Aber vor allem. Ich weiß, vor allem bietet Unterricht. Mhm. Genau. Ja. Also, es hat doch ein paar gegeben, sozusagen. Aber ja, irgendwie, also in meinem Umfeld sind, mhm, dann ein paar auf Wollhausen raus. Ja. Obwohl es da in G-Distanz recht viel hat. Also, ja, er hat irgendwie ein. Nein, wenn drauf, und auch das Logo, das Niederberger, mhm, das kennt man einfach irgendwie. Ja, das ist so, ja. Nein, wenn du wirklich einen guten Ruf gehabt, einfach, ja, das ist nicht gekünstelt oder etwas aufgesetzt, sondern wir sind offen, ehrlich, fair. Erzähle ich kein Seich oder einfach nur Sprüche und nichts, mhm, hinterher. Zum Teil sogar eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verhalten, weil wir nicht so als Marktschreier oder so, mhm, wahrgenommen werden. Und auch das nicht sind. Also ich bin das auch nicht so. Wird in ihr auch manchmal so ein bisschen als, wie soll ich sagen, wenn ich mich sonst bewege, haben die Leute das Gefühl, ja, ist er jetzt arrogant, wer redet nichts oder er schaut nur. Oder, mhm. Das hat aber nichts mit Arroganz zu tun, sondern mich eher so ein bisschen zurückgezogen, mhm, bin. Und finde, ich bin nicht das, muss nicht zuvorderst stehen und allen das Gefühl geben, ich bin dann schon der, der weiss, wie es läuft und so. Ich bin eher ein bisschen zurückgezogen. Dafür ist deine Gitarre umso lauter. Genau. Ja, lauter nicht, aber dominant. Genau. Und dann hast du das übernommen und dann ist wahrscheinlich irgendwann mal der Entscheid gekommen, jetzt gehen wir aber von Wollhausen weg. Und hat es dann schon Musikhaus
Luzern geheissen, jetzt immer noch Niederberger. Hat immer noch Niederberger geheissen. Hast du dort etwas davon erzählt? Weil das, ja. Ich weiss nicht, das Haus ist eigentlich noch ein recht grosses, also es war ein Riesengeschäft gewesen. Eine grosse Fläche, noch zweistöckig hinten. Genau. Und noch ein kleines Räumchen links, wenn du reinkommst mit der Akustikgitarre. Genau. Und jetzt ist es ja doch ein bisschen kleiner. Ja, genau. Also, es ist natürlich so, von den Räumlichkeiten her würde ich mir wünschen, ich hätte die Grösse von Wollhausen in Luzern, aber das wäre nicht zahlbar. Mhm. Das geht einfach nicht. Von der Fläche her, meinen Wollhausen, das war irgendwie knapp 300 Quadratmeter gewesen. Jetzt sind wir in der Hälfte innen, ein bisschen mehr als die Hälfte. Dort, wo wir noch Doppelstöcke gemacht haben, hat es natürlich zusätzlich Fläche gegeben. Also wir hatten am Schluss schon irgendeine Ausstellfläche von 400, 450 Quadratmeter. Und jetzt sind wir bei 180 oder so. Mhm. Ja, und wo wir den Entscheid gefällt haben, auf Luzern gehen, hat es immer noch Musik Niederbergen geheissen. Und aber ich bin auch im Austausch, nicht nur auf unserer Branche, sondern auch anderen Branchen, also Marketingleute, sonst selbstständig oder von Grossfirmen. Ich weiss noch, wo wir schon im 2002 gezügelt haben vom Dorf, eben in Bergbodenindustrie hinterher, haben da schon Leute gesagt, ja, du könntest den Namen ändern, weil Niederberger heisst niemand mehr von euch. Und, aber wie eben du vorhin gesagt hast, das Logo mit dieser Gitarre und Niederberger, das hat man inzwischen wirklich einfach so können. Man geht zum Niederberger. Man hat nicht gesagt, man geht zum Lüthi. Nein, zum, gar nicht. Man hat gesagt, man geht zum Niederberger. Oder? Und wo wir aber dann den Entscheid gefällt haben, für auf Luzern zu gehen, haben wir wirklich gesagt, es ist so ein Neustart. Wirklich an einem anderen Ort. Und es hat wirklich nichts mehr mit der Familie Niederberger mit zu tun. Und ja, dann wirklich gesucht nach einem Namen, Englisch, Deutsch, gemischt. Man könnte sagen, Toms Guitar Shop, Toms Guitar, was auch immer. Und irgendwann gefunden, ja, das zu fest auf meine, nur auf meine Person, das wollte ich eigentlich auch nicht. Wollen. Und, aber gleich gefunden, Englisch müsste doch etwas drin sein. Und die Idee, Musik aus Luzern, ist irgendwie so ganz am Schluss, habe ich einen Kollegen gefragt und gesagt, du, ich habe einfach nur einen Namen, aber ich habe das Gefühl, das ist zu einfach. Und dann gesagt, Musik aus Luzern. Und dann schaut er mich an und sagt, das ist es. Und das hat sich wirklich als richtig raus. Herausgestellt, weil ich habe natürlich müssen abklären, sind die Domains besetzt, und die sind alle irgendwie noch frei gewesen. Dann hat man die natürlich sofort reserviert und gekauft. Und ja, jetzt in den letzten 5 Jahren hat man gemerkt, ja, man muss gar nicht oder sehr wenig für Google-Werbung ausgeben, dass man gefunden wird. Weil, wenn jemand eingeht, Musik Luzern, Instrumente Luzern oder ein Musikhaus Luzern. Wir sind immer an erster oder zweiter Stelle. Also, ja. Ja, absolut. Von dort her, ja, es richtig gemacht. Und es gibt ja auch die Firmen, die einem anrufen und sagen, ja, wir könnten nur ihren Google-Account noch ein bisschen optimieren, noch ein bisschen Werbung, dass man sie besser findet. Und dann sagen, ja, haben Sie unseren Namen, geben Sie den jetzt doch mal ein. Und sagen, aha, Sie sind ja schon zu oberst. Sagen, ja. Schauen Sie, wenn wir jetzt national oder international unterwegs wären, müssen wir sicher etwas machen. Oder? Aber wir sind schon eher regional verbunden und von dort her. Ja, ist das eigentlich wohl richtig gewesen. Ja. Jetzt habe ich dich vorher schon gefragt, so ein bisschen im Vorgespräch. Aber wir haben jetzt vorher davon gehabt, dass all die Musikhäuser gegeben hat und die sind ja alle dann nicht mehr. Ja. Also, ich denke, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das die alle aufgelöst worden sind. Und in dem Moment, wo all die gehen, haben die gesagt, wir kommen wieder. Das ist entweder ein sehr cleverer oder sehr mutiger Schritt, oder vielleicht auch beides. Beides. Es war definitiv beides. aber wie du eben vorhin schon gesagt hast, wir haben schon eine grosse Kundschaft aus der Stadt Luzern, wo Wollhäuser hinterher sind, ob schon es Musikhäuser in der Stadt gegeben hat. Das hat sich aber irgendwann verändert, insofern, dass die Mobilität sich verändert hat. Viele Leute aus der Stadt haben kein eigenes Auto mehr, weil die Parkplätze sind teuer, weniger Parkplätze. Man ist mehr auf ÖV umsteigen. Aber dann ist man halt dann nicht mehr für einen Satz Zeit und ein Kabel mit dem Auto aus der Stadt raus auf Wollhäuser hinterher gefahren. Oder mit einem
Verstärker oder so mit dem ÖV geholt. Ja, weil wir sind halt dann in Wollhausen nicht wirklich direkt am ÖV angebunden. Wir haben zwar den Abholservice am Bahnhof gemacht und so weiter und wieder runter, aber ja, das war für die Leute auch fast ein bisschen wie umständlich gewesen. Und ja, das hat man einfach dann wie gemerkt, dass der Zubehörverkauf sich verändert hat, also eher weniger geworden ist. Und durch das auch weniger Kundenfrequenz. Mhm. Zwar immer noch einen anständigen Umsatz gemacht mit dieser Anzahl Kunden und Kundenbewegungen. Aber man hat einfach gemerkt, es hat sich etwas verändert. Und ja, dann sind die anderen Musikgeschäfte, der Hug ist auf Ebiken raus, Soundhaus hat auch Musics verkauft. Dann ist der Musics im 17. weg aus Luzern. Gibt es den noch? Ja, gibt es schon noch, ja. Er schaut, sein Kernbusiness ist online. Ja. Aber gibt es noch einen Shop? Ja, in seinem Ort, wo er quasi daheim ist. Und da hat er mehrere Geschäfte übernommen und die sind jetzt alle aber ähnlich wie zu und er ist jetzt einfach wieder an seinem Mutterstandort und dort einen Showroom. Aber es ist eigentlich das Hauptbusiness online. Und aber durch mein Netzwerk habe ich auch so ein bisschen Informationen gehabt und so weiter, wo man so ein bisschen können, erahnen, dass das vielleicht dann etwas mal passieren wird. Und von dort her war man schon ein bisschen vorbereitet gewesen. Wobei es ist dann schon relativ schnell gegangen. Und ja, wir mussten dann wirklich schnell müssen handeln, weil ich habe dann gesagt, wenn nicht mehr, dann kommt irgendein anderer. Also vielleicht nicht, hat das Vakuum hinterlassen. Ja, ja, genau. Also man hat schon wie gemerkt, in dem halben Jahr, wo es gegangen ist, wo niemand mehr war, bis wir gekommen sind, ja, hat man schon immer wie mehr gehört, du, wir sind dann froh, wenn ich komme, und. Ja. Also weil mich jetzt dann angefangen anschiessen, früher habe ich mal gemerkt, ah, wir haben einen Gig am Wochenende, ich brauche noch einen Satz Zeit, ich gehe schnell ins Soundhouse oder ins Musics oder so, halt, das ist eh noch auf dem Weg gelegt. Und jetzt hast du gemerkt, ja, okay, jetzt muss ich die online bestellen, hoffentlich kommen die noch hin bis am Samstag. Ja, genau. Von dort her ist das so zu dem Entscheid gekommen und wir haben natürlich verschiedene Optionen angeschaut, ob es mitten in der Stadt oder eben so dort, wo wir jetzt sind. Für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, ist natürlich in der Stadt mitten drinnen cool. Aber wir haben ja schon die meiste Kundschaft, die mit Auto... Ja, und die sind ja gerade an einer Bushaltestelle. Also, eben, es ist am Schluss auch der richtige Entscheid, Standort, dass wir einen Parkplatz, wir haben eine Bushaltestelle, Nähe zur Autobahn und, und. Also, wie findet man so ein Ladenlokal? Recherchieren. Also Google ist Ladenlokal, ja, also zuerst, Luzern. Genau, also zuerst mal das und dann noch hörst du noch um, durch ein bisschen streuen bei den Leuten. Und ja, genau. Und so haben wir das dann eigentlich gefunden. Ich habe zum Beispiel zuerst in der Neustadt das Lokal angeschaut. Also das hat fast doppelt gekostet von dem, wo jetzt die gleiche Fläche. Und ich habe einfach gewusst. Wo war das gewesen? Das ist in der Kaufmannweg ist das gewesen. Wo ist der Kaufmannweg? Dort, wo es Astoria ist. Also wäre super zentral gewesen. Ja, genau. Ja. Aber eben, ich habe wirklich auch Testläufe gemacht mit dem Auto, also quasi simuliert, wie ist es, wenn ich jetzt als Kunde mit einem schweren Verstärker würde zu uns kommen in der Stadt, wie kann ich das bewältigen? Das heisst, wenn du kein Parkfeld in der Nähe hast, musst du entweder schnell in der zweiten Reihe parkieren, stressen. Ich komme dann gerade wieder und noch einen Parkplatz suchen oder lass da, musst du damit rechnen, dass du noch einen Bus dran hast oder musst du nachher noch ins Parking und wieder zurück und hin und her und das tut sich ein Kunde zweimal an, nachher sucht er sich jemanden und kann reinfahren. Und das war dann klar gewesen, aus dem Grund und aus den Kostengründen, dass man das nicht so macht. Und also ich finde es jetzt super praktisch, wo wir jetzt sind. Ja. Man kommt mit dem Bus gut rein, wie du gesagt hast, es hat etwa 3 oder 4 Parkplätze vorne dran. Man kann wenn die Leute so parkieren, wie sie denken, dann springen wir 6 rein. Manchmal längst für 2. Die Längswege einfahren. Ja, wirklich. Genau. Und es hat sogar noch ein Maggi-Bäck nebenan, man kann sich noch ein Skipfeli Ja, und vis-à-vis Restaurant, das Maihöfli und nebenzu die Bälle noch. Falls es länger ging mit der Entscheidung für den Verstärker. Genau. Was ich vorher vergessen habe zu fragen, was spielst du selber für Gitarren? Also Marken oder die Art Gitarren? Beides. Ja, ja. Also ich bin natürlich hauptsächlich Elektro-Gitarrist.
Und dort ist immer Referenz für mich oder bevorzugt Gibson Les Paul Player halt. Mhm. Dann schon noch Tele und etwas siebenseitig Ibanez, so ein für modernere Sachen. Das ist so ein bisschen das. Und noch ein E-Bass daheim, um etwas Ideen aufnehmen oder so. Und dann ist das dann etwa bei mir. Ja. Und wie ist das, wenn man unendlich Zugang hat zu anderen Instrumenten? Oder gefährlich. Gefährlich, ja. Ja. Aber hast du deine ja. sechs Gitarren, die du jetzt irgendwie seit Jahren schon hast, oder kommt da immer wieder etwas Neues zu? Und ihr habt ja auch Okkasionen, oder? Ja, wir haben auch Okkasionen. Aber das ist dann manchmal schon, kommst du etwas Interessantes hin, auch für dich persönlich. Daran erst ausschreibst. Ja, genau. Aber nein, ich bin nicht der, der am Schluss 10 oder 15 Gitarren muss haben. Also das, vielleicht kommt das wieder irgendein, aber ich habe meine Zeit ist auch so ein bisschen begrenzt, um das Hobby zu pflegen. Und dann muss ich nicht 15 Gitarren haben und kann sie gar nie spielen. Mhm. Also, ich bin auch nicht Sammler. Also, das ist, ich habe eigentlich einmal gesagt, ich wollte nie eine Gitarre wieder verkaufen, nachdem ich sie mal hatte. Aber ich habe jetzt trotzdem schon zwei wieder verkauft. Ja, also das bei mir, ich kenne auch Kunden, die wirklich auch ihre Sachen behalten und nicht gesagt, das verkaufe ich nie. Das habe ich bei mir nie gehabt. Mhm. Ich habe auch schon Gitarren gesagt, das ist eine der besten, die ich je hatte. Vielleicht aus einer Situation heraus, die wieder verkauft oder auch schon ist jemand gekommen, ein Junge, wo das Budget begrenzt war und sich nicht einen neuen Custom Shop Les Paul leisten konnte. Und ich sie im Moment nicht so viel gespielt habe und gefunden habe, schau, wenn du das Budget hast, verkauf der Mini, hast eine super Gitarre. Mhm. Und ja, und nachher dafür auch den neuen Besitzer glücklich ist. Und sie wird auch gebraucht. Sie wird auch gebraucht, genau. Aber ich bin nicht Sammler. Also ich habe eine teurere Gitarre in meiner Sammlung, wo andere, die würden sie wahrscheinlich in die Vitrine stellen und einfach einen Besuch zeigen. Das ist für eine. Einfach Les Paul. Mhm. Ich sage jetzt nicht, was für eine und wie viel. Mit manchmal schon Unverständnis, wenn man den Betrag sagt. Aber die stoppen mir normal um und wie gespielt. Mhm. Also, ja, das ist nicht. Cool. Und ich habe den Besuch, der auch Gitarre spielt, darf sie die Finger nehmen. Mhm. Also ich bin dort überhaupt nicht so. Ja. Cool. Wir kommen langsam gegen Ende zu. Cool. Dann nimmt es mich immer Wunder, wie geht es weiter mit dem Musikhaus? Kann man eigentlich sagen, wir sind erfolgreich angekommen zu Luzern? Ja, genau. Also das ist, ich hätte mir am Anfang ein bisschen mehr Peak, schneller gewünscht oder erwartet. Aber es ist natürlich auch so, eben, es gibt so viele Leute, Kunden, Musiker, Region, Agglomeration, die Stadt selber, wo uns auch nicht könnten, das Niederberger. Mhm. Also, es war ja nicht so gewesen, dass jetzt wir diese Musik lassen, es gibt keine anderen mehr, oder? Und wir sind auf Luzern gekommen und die Stammkundschaft ist mal gleich vorbeigekommen, dann hat sich es umgeredet. Wir haben jetzt noch Leute, die sagen, du, ich bin vier Jahre jetzt die Strecke gefahren, habe ich noch nie gesehen. Also, wir haben zwei grosse Logos draus, aber man ist auch hier im Verkehr, manchmal muss man ja konzentriert sein. Und, ja, und dann ist das aber eigentlich so nicht so aufwärts gegangen, sondern einfach von Anfang an immer stetig mehr und kontinuierlich. Und schlussendlich ist das eigentlich auch ein gesunder Weg gewesen, den wir jetzt so hatten. Trotz Pandemie? Ja, trotz Pandemie, ja. Es hat sich natürlich gewisse Sachen verschoben. Also Berufsmusiker, die vom Musikmachen leben, die sind die ersten zwei Jahre Pandemie natürlich fast gänzlich verschwunden, weil ist verständlich, wenn nichts einkommt, kannst du dir auch nicht mehr leisten. Mhm. Also selbst auf Facebook beobachtet hast, wie Leute Musiker ihr Zeug verkaufen, dass sie noch zu Geld kommen, wo eigentlich ihr Werkzeug ist, dass sie den Job machen können. Das hat dann schon sehr nachdenklich gestimmt und einmal traurig gemacht schlussendlich. Aber unser Glück war, dass viele Leute daheim geblieben sind. Und Musik gespielt haben. Ja. Und dann haben angefangen Musik machen oder sich zusätzlich Zeug geleistet haben. Und das hat uns wieder geholfen. Also das eine ist ab und zu andere exponentiell ein bisschen stärker angestiegen. Also wir haben gleich Wachstum gehabt. Von dort her sind wir eigentlich, dürfen wir zufrieden sein. Es hat
andere Faktoren, die energetisch und nervlich jetzt noch mühsam sind, wegen der ganzen Lieferverfügbarkeit. Genau, weil ich habe auch ein Case bestellt für einen Fox. Genau. Haben wir immer noch nicht da. Gefühlt vor ewig und ja, es geht das Zeit, hast du mir gesagt. Wobei, die kann ich es nicht ganz verstehen. Das ist ja nicht irgendwo jetzt... ist nicht ein Prozessor oder ein Halbleiter verbaut. Aber es ist auch dort, sie haben einfach zum gerade Case bauen, oder? Da denkt man, ja, das ist jetzt ein bisschen Alu und ein bisschen Holz und vier Rädchen dran. Die Problematik ist natürlich, dass die Firmen in diesen zwei Jahren, wo keine Events, keine Konzerte stattgefunden haben, einfach keine Case mehr gebaut haben. Also ich kenne Case bauen, die schon lange auf dem Markt gewesen sind, die aufgehört haben. Vor der Pandemie noch in wirklich Maschinenpark investiert haben und nach einem Jahr Pandemie gesagt haben, hey, ich gehe zwar in einen anderen Job nachher, aber mit dem Lohn kann ich einfach die Miete und Gerätkosten zahlen und lege quasi drauf und wo aufgehört haben. Und bis das wieder alles hochgefahren ist oder die sagen sich, ja, wir machen zwar längere Wartefristen, dafür sind wir ausgelastet, statt wieder Haufen Mitarbeiter suchen. Wir weiss nicht genau, muss man wieder zumachen oder absolut, was nicht. Ja. Oder? Und das sind alles so ein bisschen ja, Ausflüchte von dem Ganzen oder Auswirkungen von dem Ganzen. Genau. Ja. Aber jetzt ist noch die Frage, genau, wie geht's weiter? Also sind jetzt angekommen und jetzt schaut ihr, dass sich das stetig vergrößern oder sind da schon Pläne für ja, ein Musikhaus Luzern Open Air? Oder? Ja, nein. Also, wir bleiben schon bei unserem Ding. Also, wir wollen uns nicht noch Geschäftszweige eröffnen, wo nachher, wie soll ich sagen, noch nichts mit dem Kerngeschäft. Also, ein Open Air hat ja auch mit Musik zu tun und mit Kunden von uns, aber es ist nicht unser Kerngeschäft, Veranstaltungen zu machen. Wir können zwar Sachen unterstützen oder fördern, wie Sprungfedern und so weiter, die man gut findet. Wir können das gescheiter eigentlich so, als noch selber irgendetwas machen. Im Moment gehen grosse Pläne stehen nicht an, weil eben die letzten zwei Jahre man nicht genau gewusst, woher geht die Reise überhaupt. Und man ist mehr eigentlich im Prinzip am reagieren, statt halt langfristige Pläne schmieden. Man hat schon immer, man schaut schon immer ein bisschen voraus, was soll man. Und in der Regel geht es vor allem um Optimierung. Also Arbeitsprozessoptimierung, Kostenoptimierung. Was kann man dort machen? Platzmässig sind wir beschränkt. Also wir können nicht plötzlich noch eine neue Abteilung mit weiss ich was auftun. Ja, wir haben auch schon aktiv Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, wir haben schon mal geschaut für euch, für grössere Lokalität und so. Dann denkst du, ja, super, das ist nett. Ja, ja, manchmal kommst du ja noch zu etwas dazu, ja, selber ja nicht. Aber ich habe dann gesagt, ja, weißt du, ich bin jetzt doch 30 Jahre dabei und ich bin nicht immer der aggressivste in der Strategie und der grösste und weiss ich was, aber es hat sich herausgestellt, dass das gesund ist. Gesund, ja, genau. Genau. Und von dort her, also im Moment habe ich nicht irgendetwas zu verkünden oder so, wo jetzt, aha, da kommt jetzt noch irgendetwas oder so. Nein, also ist unser Niveau einfach mindestens halten, wenn noch steigern natürlich, von der Qualität, Know-how und so weiter. Und ja, das ist eigentlich mal unser Hauptansatz. Ja. Schön, ja. Online-Shop haben wir ja auch, aber das ist mehr ein Schaufenster für unsere Kundschaft, dass sie sehen, was jemand noch Lager ist. Es ist ja nicht alles auf dem Online-Shop drauf. Genau. Und, aber, das, wie ich vorhin gesagt habe, ihr habt auch eine Occasion, gell? Ja, genau. Und das ist das meiste dann im Online- Das meiste ist dann drin. Es gibt ein paar Sachen, wo irgendwie gar nicht dazu kommst und schon wieder weggeht. Aber in der Regel ist das schon auf dem Online-Job drauf. Oder dann noch auf die Tiri-Cardo. Da muss man es auch ausschreiben. Cool. Ja, ich hoffe natürlich persönlich für mich, dass es euch noch lange gibt, weil ich finde das mega cool, gibt es wieder einen Musikladen zu Luzern. Ja. Und natürlich hoffe ich es auch für euch, dass es euch noch wirklich lange gibt. Ja, nein, okay. Hören wir natürlich sehr oft, dass es eben die Leute froh sind. Und die ganze Branche, respektive Detailhandel, ist im Wandel.
Das ist vielleicht noch so ein Ausblick, aber da sind nicht konkrete, wie soll ich sagen, konkrete Konzepte rum, weil wahrscheinlich braucht es ein bisschen eine Vorreiterrolle von einem grösseren Geschäft, jetzt nicht nur auf unserer Branche, sondern einfach der Detailhandel, wo ein bisschen eine Vorreiterrolle einnimmt, dass wie die Leute sagen, ja, das ist normal. Es geht also ein bisschen darum, wir stellen unser Know-how und unsere Beratungszeit grundsätzlich gratis zur Verfügung. Mhm. Und das wird in Zukunft irgendeine ändern, dass für das halt da muss gezahlt werden. Mhm. Wie das Konzept noch aussieht, das weiss man jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, es wird so gehen, dass man zahlt für Beratung. Wenn man dann in dem Moment gerade nichts kauft, zahlt man die Beratung. Wenn man es gerade kauft, entfällt die Beratung zum Beispiel. Mhm. Und wenn man es zu einem späteren Zeitpunkt kauft, zu dem Thema, wo man sich beraten lassen, dass dann der Betrag, den man zahlt hat, voll angerechnet wird. Also das wird irgendwie in die Richtung vermutlich gehen, selbst im Austausch mit anderen Branchen wie Versicherungsexperten geht es in die Richtung. Mhm. Dass man heutzutage tut man einen Versicherungsexperten zu sich einbestellen und sagt, ja, ich will mal analysieren, wie es aussieht. Und die redet da den ganzen Abend, Versicherung dieses, jenes. Und dann schauen die Leute auch über Comparis, welche Versicherung bieten wir zum besten Preis gleichen. Und dann hat beraten und hat keine Versicherung verkauft. Ja. Das wird jetzt auch so laufen, dass irgendwann ein Beratungsgespräch buchst und zahlst und dann am Schluss... ist ja eigentlich lustig, weil also erstens mal ist der letzte Podcast-Gast oder Gästin ist Fotografin und mit ihr habe ich eigentlich schon eine ähnliche Thematik besprochen, weil sie auch anfängt, Workshops anzubieten und eigentlich ihres Wissen zu verkaufen. Das haben wir auch schon mit anderen Leuten. Und wir selber machen das auch. Oder? Das ist eigentlich wie ein zweites Standbein. Also entweder ich produziere ihr ein Video oder ich zeige dir, wie es geht, das Video zu machen. Aber so oder so zahlst du einfach meine Zeit, die ich zur Verfügung stelle für das. Genau. Und also ich bin, ehrlich gesagt, jetzt auch, als ich letztes Dienstag bei euch war mit dem Pedalboard, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das eine Beratung ist, die ich nachher sowieso zahle. Also ich glaube, die Leute sind eh schon so weit. Ich glaube, habe ich das Gefühl, dass man bereit ist, für Know-how zu zahlen. Ja. Ich glaube, sie sind weiter als vor 2 oder 3 Jahren. Ja. Ich weiss noch, ich habe mal, das ist vor 7 Jahren oder so, schon die, es ist Ochsensport, ist das gewesen, glaube ich, in Frutigen, wo das eingeführt hat. Sogenannte Preise, wo man einfach, wenn man das Produkt nimmt, zahlt man der Kasse den Preis. Mhm. Wenn man Fragen hat, kann man halbstundweise eine Beratung buchen und die zahlt man einfach. Und das hat ein bisschen einen Aufschrei gegeben und ich habe eigentlich die Idee gut gefunden und habe über einen damaligen Mitarbeiter also gesagt, du mal in deinem Umfeld Musiker und so und Kunden für uns mal ein bisschen fragen, wie sie das würden finden. Wenn man zum Beispiel einfach, dass man es leicht verständlich kann nachvollziehen kann, im Laden zu Wohlhausen ein Abteil A, Abteil B hat. Im A ist alles Selbstbedienung, Karton packen, an Kasse führen, zahlen, wieder gehen. Im B tut man quasi den Verkäufer buchen und sagt, ich interessiere mich für das und das Thema. Ist Beratung und dann muss man halt zahlen oder es wird angerechnet. Und die Reaktionen vor 7 Jahren sind so weit auseinander gewesen. Also die einen haben gesagt, hey, super Idee, finde ich, ist gerechtfertigt. Andere haben gesagt, wenn ihr das anfängt, bin ich das letzte Mal bei euch im Laden. Also weißt du, also da sind die Leute noch gar nicht bereit gewesen. Also ich glaube, heute ist das eher so. Ja, ich glaube jetzt, ich als Kunde, ich glaube, wenn ich zu euch komme und ich weiss, ich will eine Gitarre kaufen, und dann weiss ich aber noch nicht, es hat 3 Gitarren, welche das jetzt genau soll sein. Aber ich weiss eigentlich, ich komme heute mit 3 Gitarren raus. Ich glaube, dann fände ich es wie komisch, wenn ich für das dann müsste etwas zahlen. Das ist wie wenn ich einen Schuh kaufe und bin noch nicht ganz sicher. Und der Experte sagt mir, da musst du noch schauen, da schlägst du dir sicher vorne. Ja. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, eben, wenn er sagt, hey, wir bieten irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Art wie einen kleinen Gitarren-Crash-Kurs an. Ja. Da ist einfach dann eine Stunde und dann zahlst du für das. Ich glaube, das ist... Das ist sicher kein Problem. Oder auch, weißt du, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, du, ich möchte mir gerne ein Pedalboard anschaffen. Genau. Ich habe noch nichts oder ich habe 2 Geräte und ich möchte aber auf 10 aufstocken.
Was empfiehlst du mir? Was genau. Das ist sehr beratungsintensiv. Also dort wird sicher die Richtung laufen, dass man etwas muss haben dafür. Das ist, so was du sagst, eben, wo du und sagst, los, ich interessiere mich für die Gitarre, ich sehe, ihr habt 3-4 Modelle da, ich würde die gerne vergleichen. Das ist klar. Dann, und was eben auf unserer Branche auch noch speziell ist, man kennt sich ja persönlich eigentlich immer sehr gut, auf einer kollegialen Ebene, weißt du so. Yeah. Weil es geht ja um ein schönes Hobby, das beide haben. Bei uns ist es ein bisschen der Beruf, den wir haben. Da habe ich auch schon eben mit Leuten geredet überall und dann gesagt, ja, und ich habe auch selber gesagt, weißt du, es wäre ja wie komisch, sagst du so, jetzt buchst du bei mir eine halbe Stunde Beratung. Nach einer vierten Stunde kommst du gezwungenermassen vielleicht durch das Thema auf ein privates Thema. Ja, drückst du dann die Stoppuhr oder weißt du, es geht gar nicht. Also, es ist ein sehr schwieriges Thema für uns eigentlich. Ja. Aber ich glaube, wenn so ein wirklich, wie sagen, heute Nachmittag ist noch Paddleboard für Anfänger oder irgend so etwas, weißt du, so ein bisschen wie so in dieser Art. Ich glaube, dann ist, würde ich sagen, es ist jedem klar jeder klar, dass man für das dann auch etwas zahlt. Genau. Ja, ja. Weil ich glaube auch darum, weil Dienstleistungen ja immer häufiger sind in unserer Gesellschaft, dass wir ja, es sind so viele Dienstleistungsjobs, wo wir sind, oder? Ich glaube, die Leute sind sich das gewöhnt, dass jemand etwas schafft, wo am Schluss nicht irgendein Produkt da ist, das ich in der Hand habe. Also man ist sich irgendwie gewöhnt, man zahlt für einen Beratungskontext. Also das ist meine Meinung. Vielleicht bin ich der eine von denen, der gesagt hat, machen das, und ein anderer würde sagen, machen das. Ja, du wirst immer unterschiedliche Meinungen haben. Oder? Das ist, aber es wird noch spannend sein, wie sich die Art entwickelt. Eben gerade, weil halt unser Geschäft stark mit einem Hobby, das einfach Freude macht, assoziiert wird. Oder? Also, weißt du, die Leute haben das Gefühl, ja, Tom, du hast einfach Freude am Gitarre spielen, darum hast du das Musikgeschäft. Das ist nur die halbe Tat, oder? Das ist bei mir auch so mit den Fotos und Filmen, weißt du, könntest du ja da noch schnell ein bisschen. Ja, genau. Wenn wir herausfinden, an wen das ihr alle offen habt, dann machen wir das am besten über die Webseite, und die ist? Musikhausluzern.ch. Findet man euch noch auf anderen Plattformen? Facebook, Instagram. Twitter, wobei Twitter, das entzieht sich unseren Fähigkeiten, was du genau musst machen. Habe ich gerade heute Morgen das App wieder gelöscht, habe ich etwa nie offen. Ja, okay. Aber was man merkt, ist, Instagram wird viel angeschaut, wenn du gute Fotos machst. Also gute, einfach so, ab von Instrument. Das schauen die Leute an, und Facebook ist sehr unterschiedlich. Cool. Danke dir vielmals, hast du dir Zeit genommen und bist vorbeigekommen für das Gespräch. Danke auch für die Einladung. Und, sehr angenehm gewesen. Ja. Danke allen, die bis dahin zugelassen und geschaut haben. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wäret. Bis dahin, gute Zeit und tschau zusammen.